Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pizza Connection, dem Retro-Klassiker aus dem Jahre 1994. Der 3. Juli 1995 ist angebrochen, das heißt Halbzeit im Jahr 1995. Wenn wir beim letzten Mal ja mal wieder einen Ultimo erlebt haben, da einen Pizza-Wettbewerb sehr zu unserer Freude für uns entscheiden können und haben dann mal so kurz eine kleine Überweisung getätigt in Höhe von 2000 Mark auf das Konto des werten Herrn Bürgermeisters. Was der mit der Kohle macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns dafür qualifiziert, um an einem Wettbewerb zur oder auf der Suche nach dem schönsten Restaurant der Stadt teilnehmen zu dürfen. Und ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen werden. So, was schaue ich hier eigentlich? Mein Gott, die Manager sollten ja ihren Job machen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben uns ein Lagerhaus gegönnt, beziehungsweise erstmal angemietet. Hier sehen wir es auch schon. Für knapp 7.700 Mark im Monat mit einer Kapazität von gut 23.000. Wir haben jetzt fast 2.800 belegt, ein bisschen was. Und alles, was hier drin ist, oh, wir sehen hier zum Beispiel Zwiebeln und Knoblauch müssen wir noch kaufen, wenn wir da noch zu wenig haben. Also kaufen wir ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch. So, dann ist alles gut. Und das, was hier im Lager ist, also damit wird quasi werden offene Rückstände in den Filialen beliefert, sofern hier Mangel sein sollte, falls die Manager hier ihren Job mal wieder nicht machen, was wir ja auch schon erlebt haben, ne? Und was noch ein Vorteil ist hier im Lager, da wird das oder da wird die Qualität nicht so schnell schlechter, ne? Gerade in den Filialen, die haben nicht so tolle Lagereinrichtungen und da kann es dann schon mal vorkommen, dass es hier ein bisschen, ja, schneller bergab geht mit der Qualität des Essens. So, was haben wir hier? Huhn, Hackfleisch, Sardelle, da brennt's. Wir haben beim letzten Mal auch schon festgestellt, dass es ein bisschen teuer geworden ist zur Zeit. So, Huhn, Hackfleisch, Sardelle, das ist okay, aber die Salami, die ist ja schweineteuer im Moment. Das geht ja gar nicht. Was haben die Jungs für Preise, Mensch? Dann kaufen wir hier noch ein bisschen Salami ein. Okay, Salami haben wir noch Rückstand, aber gut. Zumindest ein bisschen was. Was haben wir hier? Kirschen, Kiwi, Erdbeeren müssen wir auch nochmal einfach eine kleine Grundlage kaufen. Kirschen, Kiwi, Erdbeeren, dass wir zumindest ein bisschen was auf dem Lager haben oder im Lager haben. Und beim Käse, oh, Melisse und Salbei, ja, wobei, da haben wir natürlich jetzt nicht so horrend Nachfrage. Soll auch nicht das Problem sein. So, ja, da schaut es schon mal gut aus. Wunderbar. Werbung haben wir noch für 4 Tage, genau. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mögliche Konkurrenten mal kurz an. Auf der Suche nach dem schönsten Restaurant der Stadt, weil diesen Titel, den möchte ich eigentlich schon haben. So, der schaltet schon mal aus. Ist mit dem Freund hier oben. Ja, der schaltet auch aus, also da keine Gefahr. Da ist die Einrichtung einfach zu billig, dass da sonst hier Ärger drohen könnte. Ja, der ist schon ein Tick besser. Aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Nee, also das sehe ich keine Gefahr. Der Einzige, der mir ein bisschen Sorgen macht, fällt mir gerade ein, ist der Typ da unten. Den haben wir ja schon zweimal seinen Laden zerstört. Aber der hat hier von der Einrichtung her natürlich, das ist schon so die mit der Goldkante, Marmor, das. Ach. Ich weiß nicht, der könnte uns vielleicht Probleme machen, der Kollege hier. Also da wäre es ratsam, wenn man hier mal einen kleinen nächtlichen Besuch machen würde. Bei dem Kollegen hier. Sehe ich das eigentlich irgendwo in der Statistik? Halt, ne, hier wollte ich nicht hin. Wo schöne Läden sind, ich glaube nicht, gell? Nee. Nee. Da sehe ich nichts. Sehe ich hier irgendwas im Konkurrenzvergleich? Oh, Restaurantumsätze. Also hier sind wir mittlerweile am Platz 1. Der hat ja ziemlich abgebaut, war. Hammer. Nee, aber da sehe ich nichts. Da sehen wir die Marktanteile. Da sehen wir die Top 10. Da sind wir immer noch auf Platz 1, interessant. So, die Trends. Tomate ist nicht mehr auf der Negativliste. Das ist ja sehr positiv. Salami dafür wieder. Das erklärt natürlich auch die hohe Nachfrage und den großen Preis. Aktuell. Ui, Parmesan ist out. Das ist nicht schön. Den haben wir auch relativ oft am Start, den Parmesan. So, und die Geschäftsleute haben mal wieder komplett ihren Geschmack verändert. Die mögen jetzt plötzlich wieder alles, bis auf süß. Interessant. Ja, also man sieht schon hier die. Ja, es ist wirklich dynamisch, die Sache lebt. Ja, aber nichtsdestotrotz, also wir sind da unten, da mal wieder einen kleinen Besuch abstatten, aber dazu brauchen wir natürlich entsprechende Ausrüstung. Also wir rufen bei unseren Freunden an
beim Magnum Fan Club. Fangen wir mal nach einer Tüte Erdbeereis, ob er da was Schönes hat. So, servus. Erdbeeren. 5000, das ist günstig. Ja, machen wir doch. Dankeschön. Das ist ein extremer Preisverfall gerade. 5000, das ist ja echt. Ist ja gar nichts. So, danke, tschüss. Auf Wiedersehen. Und der Tag ist auch schon wieder rum, jawohl. Das ist erfreulich. So, und überall lieferfähig. Und der Rubel rollt. Wunderbar. So, jetzt ab zum Kollege. Na, was ist los? Raus hier aus dem Telefon, es braucht kein Mensch. Ich will hier unten mal ein bisschen Schabernack treiben. So, mit der Panzerfaust. Zieh mal los. Eieiei. So, ach Mist, jetzt bin ich ein Tick zu früh raus, aber gut. Ja, knapp 30.000 Schaden. Das ist ja wirklich sehr traurig für den Kollegen. Mir blutet das Herz. So, wie waren wir hier aufgestellt? Ja, da waren wir recht durchschnittlich, stimmt. Unser Schmuckstück befindet sich ja hier oben, ne? Unsere Filiale Nummer 4. Da haben wir uns richtig ins Zeug gelegt. Also da sieht es schon recht ordentlich aus. Wenn man sich da die Werte mal anschaut. Ich glaube, da wird es die Konkurrenz schwer haben. Gut, ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ja, ich glaube, das dürft eng werden für die Konkurrenz auf jeden Fall. So, was schreibt die Zeitung? Cracker schreibt Memoiren. Ein namhafter Cracker setzt sich zur Ruhe. Zurzeit arbeitet er an seinen Memoiren, die voraussichtlich im vierten Quartal nächsten Jahres mit dem Titel Death, Jail or Cracker erscheinen sollen. Okay. Tod, Gefängnis oder Cracker? Na dann. So. Ja, ich warte jetzt darauf, dass wir endlich diese blöde Auszeichnung kriegen. Ui. Die Trendpizza und die Exotica, die rennen im Moment. Salami langsam wieder im Kommen, aber die anderen, da klemmt's. Das ist nicht schön. Und Gehaltszahlungen auch schon wieder fällig. Interessant. Naja, die anderen, die verkaufen sie nicht. Wahrscheinlich, weil so viel Parmesan drauf ist. Naja, mein Gott. Gibt Schlimmeres. So, was haben wir hier? Wochengewinne in Berlin? Wieso Moskau? Ach so, ja klar, wir waren ja schon mal in Moskau. Wir haben da zwar nichts, aber wir waren da schon mal und haben ja in Moskau die Waffen gekauft und so, ne? Wenn wir da ja relativ günstig einkaufen haben können und da haben wir erstmal richtig Asche verdient. So muss es sein. So, wie geht's unserem Charakter? 50 Energie, okay, 100 Gesundheit, das ist in Ordnung. So, hier unten haben wir glaube ich noch nichts, gell? Da könnten wir wohl auch noch eine Filiale aufmachen. Zu kaufen, 722.000, boah, nee. Nein, zu mieten, 17 mal 13 für 5. Ein Tempelhof. Ach ja, warum nicht? Was haben wir hier noch? 14, 14, 17, 17. Ja, ach ja, wieso nicht? Fritz und Söhne, rufen wir doch mal schnell an. So, was ist hier los? War mal wieder besetzt, war? Ja, guten Tag, hallo. Ich würde gern hier den Laden mieten, wenn es geht. 7.200, mein Gott. Ja, aber wir sind bei knapp 400.000, also da, ne? Kann man ja schon mal so ein bisschen was ausgeben. Soll nicht das Problem sein. Danke, servus, auf Wiedersehen. So, und dann nichts wie rein. Oh ja, haben wir, denke ich, genug Platz. So, dann altes Spielchen. Wir knallen erstmal in den Boden rein. So, was haben wir? Exklusiv Teppich. Teppich haben wir noch nicht ausprobiert, gell? Das können wir auch mal machen. So einen lustigen grünen Teppich fürs Auge. Oh, der kommt gar nicht gut an. Oh Gott. Nee, nicht gut. Steiner, ja, nee, Steiner war fein, können wir auch vergessen. Hannos Holzböden. Ja, schauen wir mal, wie der Holzboden ankommt. Ah, der kommt hier schon besser an. Gerade hier in dem Bereich. Na, okay. So. Dann.
Womit starten wir es denn aus? Business Class, ne, ist glaube ich ein bisschen übertrieben. Modern Comfort, ja, wieso nicht? Haben wir ja schon das Modell London, ne, in gewissen Läden am Start. Probieren wir es mal hier mit Modern Art. Da bin ich gespannt. Vielleicht sollten wir einfach mal von der Optik her ein bisschen was ausprobieren. So, machen wir hier. Machen wir hier im Eck noch ein Tischchen. Wie kommt's an? Ah, okay, das findet hier ziemlich viel Anklang. Da sollte man vielleicht noch ein bisschen was machen. Na gut. Halt, falsch geklickt. Da wollen wir hin. Ali-Automaten. Nee, da wollen wir nicht hin. Modern Comfort. Ja, probieren wir doch die mal. Die sehen ja wild aus, die Dinger. Oh Gott. Brauchen überhaupt nicht viel Platz, ne? Die brauchen ja überhaupt nicht viel Platz. Das sieht ja übel aus, oder? Mal ganz ehrlich. Aber es kommt gut an. Witzig. Da passen vier hin. Aber gut, die sind so breit. Passt natürlich nur einer hier in der Breite hin. Na, ich glaube, wir brauchen noch andere Stühle. Wir brauchen noch andere Stühle, definitiv. So. Da haben wir noch halt, da haben wir hoffentlich noch Platz hier an der Seite, oder? Muss da keiner mehr hin? Nee, Mist. Aber hier vielleicht. Nee, auch nicht. Ja, wahrscheinlich sind die zu dick. Diese Sessel, diese Luxussessel, wahrscheinlich brauchen die einfach zu viel Platz. So. Da haben wir vier, da haben wir zwei, da haben wir zwei. Na gut. Ja, und dann kommen, dann stellen wir doch mal ein bisschen was Teures rein, so Luxusmöbel. Die habe ich gemeint, die Dinger hier, wenn wir vorne in der anderen Filiale gesehen haben, die hauen natürlich voll rein, ne? Die sind mal richtig fett. Aber nee, das wollen wir nicht. Ne, Business Class wollen wir auch nicht. Naturpurweise, ne, gediegen und gehoben machen wir jetzt da. Nehmen wir Marmor hell. Und da stellen wir noch zwei grüne hin. Oh, da kann man aber, glaube ich, vier hinmachen, oder? An den Tisch, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, da passen vier hin. Oh, ist der Tag schon wieder rum. Sapperlot. Was ist denn da los? Ja gut, 19 Uhr, ne? Ich meine, das Möbel rücken und Möbel stellen, das kostet auch wahnsinnig viel Zeit. So, ja, da passen vier hin. Okay, also müssen wir mal zwei Stühlchen kaufen. Gediegen und gehoben. Nochmal zwei grüne. Das ist auch mal ganz entspannt, ne, wenn man seinen Laden einrichten kann, ohne aufs Geld schauen zu müssen. Haben wir ja am Anfang nicht gekannt, da war das ein bisschen anders. So, aber sieht ja recht gut aus, doch. Passt. Dann brauchen wir natürlich wieder ein paar Blümchen, beziehungsweise, ach komm, machen wir diesmal die Kerzen drauf auf die Tische. So. Okay, freuen sich die Geschäftsleute. Öfen brauchen wir natürlich auch. Dann würde ich sagen, haben wir wieder einen großen Steinofen rein. Einfach auch wegen der Qualität der Pizza. Weil die mehr bringt. So. Sollen wir da noch einen Ecktisch machen? Ach nö, ich glaube das. Beziehungsweise schauen wir mal, wie viel kriegen wir denn insgesamt rein hier in den Laden. Ja, so ein kleiner Ecktisch wäre vielleicht noch nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Ja, doch. Kommst du, so einen kleinen Ecktisch gönnen wir uns noch. Dass zumindest ein bisschen was geht. So, dann haben wir nochmal den grünen hier und den Marmor hell. So, die stelle ich jetzt mal dahin, dass ich den Tisch hier vernünftig platzieren kann. So. Halt, zu schnell. Und jetzt nochmal eine Deko. Ja, nochmal die gute Kerze, so. Na also, geht doch. So, dann brauchen wir noch was für unsere Kiddies hier. Dann wäre vielleicht noch irgendwie so ein Spielautomat oder so, wäre gar nicht schlecht. Genau, Tetris. Tetris. Version 598. Dann können die hier am Eck zocken und freuen sich hoffentlich. Ja, das denke ich mir, dass das gut ankommt.
So, die Rentner finden es gar nicht toll, aber müssen sie auch nicht. Für die Rentner, ja, dann machen wir einfach noch ein bisschen andere Deko. Und so einen hübschen Brunnen, wa? Mitten in den Raum stellen hier den Brunnen. Wenn man reinkommt, dann plätschert es so schön. Genau so machen wir das. Oh, das finden sie aber toll, die Jungs hier. So, Ali-Automaten. Ist ja auch schon Standard mittlerweile bei uns hier. Ja, jetzt haben wir sie, denke ich, alle erreicht. Und so, haben wir noch Platz für eine Glotze oder so? Nee, ich glaube, Glotze haben wir keinen Platz mehr. Nee, brauchen wir nicht. Passt so. Schon recht. So, dann brauchen wir aber nochmal einen kleinen Steinofen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe. Mein Gott, hat nächste Tag schon wieder vorbei. Sapperdi! Es ist ja Wahnsinn. Naja, aber wir sind immer lieferfähig, ne? Also das Lager scheint sich auszuzahlen. Das scheint sich auszuzahlen. Äußerst erfreulich. So. Wie kommt's an? Mega und bei den Geschäftsleuten super. Sensationell. So, die Auslastung hat nicht gereicht. Ich glaube, ich spinne. Es hat nicht ganz gereicht. Muss ich tatsächlich noch einen dritten Steinofen hier reinbauen? Das ist ja echt ärgerlich. So, aber jetzt. Eben, das will ich auch meinen. Also jetzt hätte man dann irgendwie das Verständnis gefehlt, ne? So, Speisekarte haben wir noch keine, also müssen wir natürlich die Rezepte nochmal draufknallen. Machen wir. Ja, komm, lang mal hin. Machen wir 11. Was soll's? Alles 11 Mark, jede Pizza 11 Mark. Ist natürlich in gewisser Weise auch eine Frechheit, ne? Wenn man sie schaut, was so eine Pizza im Einkauf kostet. Aber hey, mein Gott. Wir haben hier jetzt richtig Asche investiert. Wir haben ja 90.000 Öcken investiert. Und da wollen wir auch ein bisschen was sehen für. So, Personal brauchen wir auch noch. Wäre gar nicht schlecht. Jetzt geht das wieder los, ne? Jetzt müssen wir uns wieder hier einen Koch suchen, der ein bisschen was drauf hat. So, die üblichen Verdächtigen, die man. Na, um Gottes Willen, nee, schnell weg. Nein. Ach ja. Doch, du bist gekauft. Oder eingestellt, besser gesagt. So, dann brauchen wir noch einen Kellner, der das Zeug an das Publikum bringt, an das Zahlende. Ach Gottchen. Was war das für einer? 400, 200, okay. Naja, merken wir uns mal. Den merken wir uns mal. Ja, der hat zwar tolle Werte, aber der bringt nicht so viel. Also 200 will ich eigentlich schon sehen, ne? Dass jemand 200 schafft, das wäre nicht ganz verkehrt. Ja, aber man scheint uns den Gefallen nicht zu tun. Das ist ja spannend. Nee. Nee. Ach komm, jetzt hör auf, das gibt's doch nicht. Nur solche Fallspieler hier am Start. Ja, dann nehmen wir halt doch den Theo. So. Also bist eingestellt. Ja, und Manager können wir natürlich auch gleich. Einkaufen bei Bedarf. Umsatz sinkt, macht nichts. Handle selbst, ruf mich. Und freundlich bitte und einstellen. So. Elli ehrlich, nee. Nee, du auch nicht. Mackie Messer. Oh ja, ich glaube, der hat Erfahrung. Doch, den nehmen wir. Der ist sogar günstig. Schaut euch den an. Der ist, glaube ich, der günstigste Manager, den wir haben. So, wunderbar. Den können wir hier ebenfalls eröffnen. Restaurant Nummer 6. Ja, mittlerweile am Start. Sehr gut. So. Werbung haben wir auch keine mehr. Genau. Jetzt könnten wir zur Abwechslung eigentlich mal ein Plakat schalten. Ja, haben wir auch schon lang nicht mehr gemacht. So. Familienpackung. Surfen Pizza. Robin Pizza. Ach komm, ja, wir nehmen Robin Pizza. Ui. 54% auch nicht schlecht. TV-Spot habe mir auch noch nie geschaut. Ach Gott, schaut euch mal die Socken an. Das ist ja übel. Das ist ja übel. So, und hier noch der gute alte VHS, Videokassette. Ne? Gab's ja früher auch. Kennen die meisten heute gar nicht mehr. Gerade die Jüngeren. War's was in der Videokassette? Keine Ahnung.
Titel Monsterfilm, Regie Steven Spielking. Dann kann man sich hier wohl Titel Freitod, François Trüffel führt Regie. Ah, hier kann man quasi Fernsehwerbung machen, dann sieht man, was der Spaß kostet. Falling Up, Werner Fassbier, also nicht Falling Down mit Michael Douglas, sondern Falling Up mit Werner Fassbier. Nee, du, lass gut sein. Uns reicht, glaube ich, hier die Plakatwerbung. Tja, ja dann machen wir doch mal schnell Tagesabrechnung. Und dann sehen wir schon, wie es läuft. Hier haben wir nicht genug Verkaufspersonal, da ist wahrscheinlich wieder einer zu spät gekommen. Mit seinem Hamster, am Bus oder sonst irgendwelche Ausrede. Die kennen wir ja auch bis zum Erbrechen, diese Ausreden. So, und hier war noch gar keine Nachfrage, aber gut, das haben wir erst aufgemacht, den Laden. Von dem her nicht verwundert sein. So, neuer Tag, neues Glück, auf geht's, komm. 9.10 Uhr, aha, Chef, wir haben im Restaurant zu wenig Kellner. Was, im Zweier zu wenig Kellner, was ist denn da los? Hat einer gekündigt, oder was? Nee, ist alles gut. Was hat er denn? Passt doch alles. Oh, ja doch, passt. Es ist okay. Aber wir könnten vielleicht eine kleine Gehaltserhöhung geben, dass der Kollege noch einen Tick besser motiviert ist und dann ein bisschen mehr liefert. Und sollten wir es nämlich bei, genau, dann haben wir bei maximaler Auslastung jetzt auch hier ein kleines Delta-Puffer. Das passt super. Sehr gut. Tja, Herr Bürgermeister, was ist los? Ich warte immer noch auf deinen Besuch. Auszeichnung, bestes Restaurant der Stadt. So, hat keine Zeit für uns. Pff, Termin am 30.07. Ja, ja, mach mal. Ist okay. 30.07. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Energie verloren, ne? Wie ihr gesehen habt, wir hatten hier schon 50. Das ist ja echt spannend. So, wie geht's hier in unserer Nummer 5 Filiale? Oh ja, da geht schon was, ne? Da wuselt's fleißig vor sich hin. So, da wird ein bisschen gemosert über die Preise. Was habt ihr denn für Sorgen? Ist doch Standard. Ist doch okay. Oh. Finde es wohl nicht so toll. Na gut, die verdienen sie auch nicht so gut. Aber hey, mein Gott, wir verkaufen's, also was soll's. Solange sie uns abkaufen, ist alles in Ordnung. So, wie sieht's an unserem neuen Standort aus? Na, allzu viel ist noch nicht los. Zwei haben sich herverirrt. Oh, und der freut sich über die tolle Einrichtung. Und der fühlt sich wohl. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, also durch die Bank finde ich das eigentlich recht gut. Passt. Wie findet ihr die Speisekarte? Oh, nicht so toll. Na gut. So, hier ist ein bisschen was am Lager, okay. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis der Laden anläuft. So, hier haben wir wieder Geld verdient. Da hat's geklingelt, hier ebenfalls. Keine Lieferschwierigkeiten. Und hier verkaufen wir nichts, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Wieso verkaufen wir hier nichts in der Filiale Nummer 6? Das ist mir ein Rätsel. Das verstehe ich nicht. Ich hab's auf der Speisekarte. Genau. Was wird nichts verkauft? Ja, hier ist doch eine gerade was. So, Margarita, Preis kommt gut rüber. Man sagt, Hähnchenpizza Durchschnittsniveau. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Na, die Vorräte werden auch weniger. Oder ist das die Qualität? Habe ich da jetzt nicht aufgepasst? Ja, da muss doch was gehen. Gut, die Vorräte sind niedrig. Ja, mei. Haben wir ja schon gesehen, dass die niedrig sind. Kaufen wir mal ein bisschen mehr ein. Meine Herren, da ist was los. Machen hier eine Szene. Halt. Beziehungsweise, ich brauche hier gar nicht einkaufen, ne? Ich brauche ja bloß im Lager kaufen. Schauen wir doch mal schnell ins Lager hoch. So, da brennt es ein bisschen. Ah, jetzt ist Salami wieder günstig, also kaufen wir gleich mal die gute ein. Und Hackfleisch, okay, Hackfleisch. So, passt wieder alles. Hier haben wir das Problem mit Steinpilzen, eieiei. Obst ist auch schon wieder knapp. Äpfel, Kirschen, Ananas, Kiwi.
Äpfel, Kirschen, Ananas und Kiwi. Oh, Kiwi rennt wie sonst noch was. Aber gut, da haben sie ja in den Läden hoffentlich noch was hier. Passt alles gut. Dankeschön. So, was ist jetzt mit der Auszeitung, Herr Bürgermeister? Ich will jetzt da meinen Orden hier haben. Da ist im Moment nichts, da ist alles blank. Ja gut, dann beenden wir den Tag. Vorräte reichen nicht, ach Gott. Und die Manager wieder frei. Ah, jetzt wird hier auch was verkauft in unserer Sechser Filiale. Endlich, Zeit ist worden. Da haben sie sich echt Zeit gelassen, Mensch. Tja, aber wie es aussieht, der feine Herr Bürgermeister hat wohl keine Lust hier bei uns auszuzeichnen. Na gut. So, der Amiga Joker ist mal wieder ausgebrochen. Ja, das kennen wir ja schon. Dann würde ich sagen, dann machen wir an dieser Stelle Feierabend. Schluss für heute. Ich sage euch immer vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge, wo wir dann hoffentlich endlich die Auszeichnung abstauben werden. Und dann könnten wir eigentlich auch mal wieder ein nettes Pizzarezept backen für unsere Filialen. Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht, ne? Also, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Ah, von wegen. Was haben wir noch hier noch mit den Bürgermeistern? Nehmen wir auch noch schnell mit. So. Der testet unsere Filiale Nummer 6 vermutlich und freut sich wie ein Schneekönig, hurra! So. Einen Stern, jawohl. So ist recht. Also hat auch wieder zum Folgenende eine Gratis-Pizza abgestaubt. Der alte Staubsauger. Nur gut, aber jetzt ist wirklich Schluss. Vielen Dank, ich wünsche euch was, macht's es gut. Und Servus.